The Chinese Room. In collaboration with Robert Briscoe. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Projekt von mir. Ich bin Rudra und ich möchte mich von heute an mit euch zusammen Let's Play Dear Esther widmen, beziehungsweise eher Let's Discover, denn man ist sich nicht ganz sicher, ob man Dear Esther wirklich als Spiel bezeichnen kann, sondern vielleicht doch eher als Kunstprodukt. Hierbei handelt es sich um eine ursprünglich von The Chinese Room als Source Engine Mod von Half-Life 2 veröffentlichte Kunstform, wie auch immer man es nennen möchte, denn das Spiel hat jetzt nicht so den spielerischen Anspruch, sondern es wird letztendlich so aussehen, dass wir uns auf einer einsamen Insel wiederfinden und einfach nur die Insel erkunden und dabei einer kleinen Geschichte nach und nach auf die Schliche kommen. Diese Mod hat damals schon sehr großen Anklang gefunden, hatte aber noch gewisse Schwächen, weil es eben bloß eine Mod war. Bis sich schließlich Robert Briscoe einer kompletten Neuentwicklung verschrieben hatte, zusammen mit The Chinese Room. Im Jahre 2009 war das. Man hat diverse Preise gewonnen mit dieser Mod, Dear Esther, und hat jetzt letztendlich Grafik und Sound überarbeitet. Und seit heute, seit dem 14. Februar 2012, ist dieses neue Spiel draußen, Dear Esther, und ich habe zugegebenermaßen diese Mod nicht gespielt und weiß nicht, worauf ich mich einlasse. Werde mich genauso wie ihr höchstwahrscheinlich ins Unbekannte stürzen, ins Getümmel. Und ich würde sagen, ich quatsche jetzt keine langen Arien, sondern lege direkt los. Und wir sehen schon, wir haben hier vier Abschnitte auf dieser einsamen Insel, auf der wir uns befinden. Leider ist das Spiel nur in englischer Sprachausgabe. Das heißt, wer des Englischen nicht mächtig ist, der wird leider ein bisschen doof aus der Wäsche gucken. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr viel Spaß dabei haben werdet. Wir werden uns natürlich jetzt zuerst dem Lighthouse widmen, dem Leuchtturm, und werden danach hier so nach und nach die anderen Gebiete auch noch erkunden. Und dann werden wir mit diesem Kapitel direkt mal anfangen, nicht wahr? Ich bin zugegebenermaßen sehr gespannt, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, auf was ich mich da jetzt eigentlich einlasse hier. Denn wenn keine richtige Story dabei ist, dann, nun ja, wir werden schauen. I sometimes feel as if I've given birth to this island. Somewhere between the longitude and latitude, a split opened up and it beached remotely here. No matter how hard I correlate, it remains a singularity. An alpha point in my life that refuses all hypothesis. I return each time, leaving fresh markers that I hope, in the full glare of my hopelessness, will have blossomed into fresh insight in the interim. Okay, also wir sehen schon, das Englisch ist nicht von der primitivsten Sorte, dem wir hier begegnen werden. Das eine oder andere wird man sicher nochmal nachschlagen müssen, nehme ich an. Und wir befinden uns hier direkt an dem Leuchtturm, der dem Kapitel auch seinen Namen gibt. Und wir können uns nur mit WASD bewegen und ansonsten mit einem Mausklick können wir ein Stück näher heranfahren. Ansonsten gibt es eigentlich keine weiteren Funktionen. Wir können noch Screenshots machen, ja, das gibt's extra eingebaut hier in diesem Spiel. Ansonsten beschränkt es sich wirklich ausschließlich darauf, die Umgebung zu erkunden. Und nun ja, wir werden schauen, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, es wird nicht zu eintönig werden, aber ich glaube, man wird hier, wenn man sich nur darauf beschränkt hat, aufs Erkunden, dann wird man auch das ein oder andere an Details hier finden. Zum Beispiel eine schöne, vollgeranzte Toilette mit möglichst viel Nutella drin. Ja. Gut. Was haben wir hier? Sieht aus wie Farbe oder ähnliches. Man müsste sich jetzt hinhocken können, das wäre natürlich schön, denn dort steht's drauf, aber ich kann es leider nicht lesen. Schauen wir uns mal weiter um hier. Wasserhahn, alles schon etwas älter, hier liegen Bücher herum. Und die Stimme, die wir gerade gehört haben, man weiß nicht so richtig, wer der Mann ist, der hier mit Briefzeilen quasi sich an eine Frau namens Esther widmet. Auch von der wissen wir nicht, wer sie ist. Aber
das wird quasi der Inhalt des Spiels sein. Wir werden nach und nach die Insel erkunden und wenn wir in bestimmte Gebiete kommen, werden wir immer wieder neue Zeilen an Esther gerichtet hören. Vielleicht ist das ja Esther, das Mädchen hier, das vor dem Auto steht. Und wir werden nach und nach eine Geschichte hören, bei der man sich, so wie ich gelesen habe, selbst ein paar Zeilen zwischendrin denken muss. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Okay, was haben wir da? Das kann man ja nicht richtig lesen. Ein Abschlusszeugnis an einer Uni für irgendetwas Elektrisches, wie es aussieht, oder? Na gut, wollen wir uns jetzt mal nicht zu lange damit aufhalten, aber es ist schön, solche kleinen Details hier überall zu sehen. Und vielleicht können wir hier auch mal erkennen, was da in der Dose ist, in dem Karton ist. Irgendwas Luminous, irgendwas Paint wahrscheinlich. Es ist Farbe, ja. Was man wahrscheinlich auch daran hätte erkennen können, dass dort eine Farbdose ist. Und wir haben... Oh! Wir haben hier Ethan. Was macht Ethan an unserer Wand? Das ist die chemische Struktur von... Nein, falsch, das ist Ethanol. Das ist ja ein OH. Ethanol oder auch als Trinkalkohol bekannt. Ist das irgendwie ein Zeichen dafür, dass jemand betrunken war vielleicht? Wir wissen es nicht. Ethanol. Macht mir das Spiel aber gleich mal sehr sympathisch, weil ich, wie vielleicht der ein oder andere schon in einem anderen Let's Play von mir mitgekriegt haben könnte, Chemiker bin. Beziehungsweise Chemiestudent und deswegen natürlich was für Chemie und chemische Strukturen übrig habe. Food and Goods. Mehr kann ich leider nicht lesen darauf. Okay, dann wollen wir mal weiter. Hier hinten haben wir nur ein Boot, okay. In den Leuchtturm rein, in den Turm selber scheinen wir auch nicht zu können. Oder wir können es später noch, mal schauen. Ich finde das schon ziemlich interessant, das Konzept, also einfach nur zu erkunden und zu entdecken. Man hat ja wirklich quasi nichts an der Hand hier. Und hier hat irgendjemand sehr viel Farbe gesammelt. Wer das Spiel übrigens selbst mal ausprobieren möchte, oder wie auch immer man es nennen möchte, ich bleibe mal bei dem Begriff Spiel, wer der erste selbst mal ausprobieren möchte, das gibt es seit heute bei Steam für 8 Euro im europäischen Raum. Alle anderen müssen, glaube ich, ein bisschen mehr bezahlen als 8 Euro, aber das ist nicht mein Problem, sage ich mal. Und schön, dass sich die Frames jetzt auch mal wieder gefangen haben. Die waren gerade ziemlich niedrig und wir hätten jetzt auch da hochgehen können, aber ich möchte erstmal den Küstenstreifen ein bisschen untersuchen. Und man hat auch bewusst auf eine Rennfunktion verzichtet, so wie es aussieht, damit man wirklich sich die Ruhe und die Zeit nimmt, hier herumzugehen und sich die Umgebung zu betrachten. Und wenn es nur Steine sind. Aber ich muss sagen, ich fühle mich schon richtig wie an einer kleinen Insel, am Strand einer kleinen Insel, wo man ins Wasser geht und ein bisschen spielt mit den Fluten, um dann pitschnass wieder herauszukommen. Der Wind streift über die nasse Haut, über die feuchte Haut und jagt einem einen Schauer über den Rücken. Und der Himmel ist grau. Die durchbrechende Sonne ist auch schön, finde ich, wie sie die Strahlen so hinauswirft. Ist alles sehr idyllisch. Kann man nicht anders sagen. Und hier hinten scheint es jetzt aber auch wirklich nicht weiterzugehen, oder? Schauen wir mal. Talk of a wind farm out here, away from the rage and the intolerance of the masses. The sea, they said, is too rough for the turbines to stand. They clearly never came here to experience the becalming for themselves. Personally, I would have supported it. Turbines would be a fitting contemporary refuge for a hermit. The revolution and the permanence. Okay. Also dieser Mann scheint seine Erinnerungen mit uns zu teilen hier an die einzelnen Orte, an die wir gelangen.
Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir jetzt nicht doch mal da hochgehen oder ob wir weiter dem Küstenstreifen hier quasi folgen, um den Felsen herum. Aber dann machen wir das einfach mal, denke ich. Hochgehen können wir auch später noch. Und das ist schon ziemlich hübsch hier. Das hier darstellt. Falls es jetzt gerade geknistert hat, ich glaube, ich habe einen Wackelkontakt im Vorverstärker von meinem Mikrofon. Das ist natürlich ein bisschen unschön für die Performance, aber das tut mir jetzt gerade leid. Aber kann ich nicht ändern. Und ich mache mal einen ganz kurzen Schnitt hier rein. Und schau mal, ob ich hier mit meinem Mikro irgendwas gedeichselt kriege, weil es bei mir zumindest auf dem Ohr immer wieder knackt. Ich weiß nicht, wie es denn in der Aufnahme ist, aber wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und weiter geht's mit dir, Esther. Ich glaube, ich habe jetzt den Wackelkontakt ein bisschen ordentlicher hier hingekriegt, dass es nicht ständig knackt. Und ich sehe schon, wir können die Felsen nicht hinaufgehen. Das heißt, wir sind in unseren Bewegungen wirklich stark eingeschränkt und eigentlich nur aufs Beobachten beschränkt. Die Felsformationen sind einfach genial, finde ich hier. Also es ist schon schick. Drum, ich denke, es ist auch nicht ohne Grund als Kunstwerk bezeichnet worden, das Spiel. Und ich bin sehr gespannt, was dann noch kommen wird. Außer diesen Kleinigkeiten. I found myself to be as featureless as this ocean, as shallow and unoccupied as this bay, a listless wreck without identification. My rocks are these bones and a careful fence to keep the precipice at bay. Shot through me caves, my forehead a mount. This aerial will transmit into me so. All overexposed, the nervous system, where Donnelly's boots and yours and mine still trample. I will carry a torch for you. I will leave it at the foot of my headstone. You will need it for the tunnels that carry me under. Okay, er vergleicht sich mit der Insel. Und ich nehme an, hier hinten wird es in die Höhlen gehen. Vielleicht auch nicht, aber ansonsten scheint hier erstmal Schluss zu sein. Und er wirkt alles andere als fröhlich gestimmt. Also ich habe auch gelesen zu diesem Spiel, dass es eines der wenigen ist, die sich an ein Gefühl heranwagen, das selten in Spielen thematisiert wird, nämlich die Unfröhlichkeit. Und das hier sieht aus wie eine, ja, wie die Achse von einem Schienenwagen eigentlich, oder? Von einem Zugwaggon oder ähnlichem. Vielleicht von irgendwo da oben heruntergekommen. Wir haben hier eine seltsame Linie an der Seite. Das könnte vielleicht eine Schleifspur sein von irgendetwas, das heruntergefallen ist hier. Vielleicht ist es aber auch eine Wandmalerei und irgendjemand hat sich hier verewigt. Man weiß es nicht. So, und da wir hier jetzt nicht mehr weiterkommen, wie es aussieht. Nein, hier kommen wir nicht hoch. Wir könnten höchstens hier ein bisschen durchs Wasser warten, aber das ist, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache. Gehen wir mal weg von diesen schroffen Felswänden, die wirklich wunderschön aussehen. Und da oben sieht es so aus, als ob da eine Siedlung oder sowas ist, oder? Und werden uns wieder... Oh, was passiert? Oha, nein, ich will nicht abtreiben. Und werden uns wieder zurückbegeben und dann mal die Klippe hinaufgehen. Jetzt wäre ich doch tatsächlich fast ins Wasser abgetrieben worden hier. Ob man da sterben kann? Ich denke mal, wir werden ja jetzt nicht einfach nur mit der Kamera herumfahren, sondern wir werden irgendjemanden spielen, der herumläuft. Aber eigentlich passt es nicht so richtig zum Spiel, denke ich. Und leider ist es gerade schon wieder ein bisschen am Hacken. Ich hoffe, das fängt sich gleich wieder und wir können wieder flüssig hier weitergehen. Ansonsten werde ich jetzt gleich hier vorne die erstbeste Treppe nehmen von den beiden, die wir zur Wahl hatten.
Und dann werden wir mal schauen, was oben auf den Klippen ist.